Meine Session hieß Hangouts on Air für Verlagsmenschen und richtete sich auch an Buchautoren, eigentlich an alle Bereiche von Verlagsmenschen. Die Leute sollten einfach mal herumprobieren mit dieser neuen Software, mit dieser neuen Technik. Ich habe einfach mal einen technischen Überblick gegeben, rechtlichen Rahmenbedingungen kurz erklärt. Die sind ja in Deutschland ganz eigen. Und wenn gewünscht, kann man auch da nochmal auf jeden Fall herumprobieren. Denn ich habe festgestellt, für Verlagsmenschen ist Google Plus und YouTube in der Kommunikation ganz schon Alien. Und das ist, glaube ich, auch mein direktes Fazit. Ich kann nur sagen, es ist eine Killer-Applikation, die man einfach mal ausprobieren sollte. Erstmal hausintern und sich dann überlegen sollte, wie man es extern nutzen kann. Und ich glaube, es werden viele Leute ganz viel Spaß haben. Vor allem ist es günstiger als klassische Videoproduktion. Und das darf dann auch an der Stelle sein.